der Arbeitsalltag von mir bzw. der Arbeitsplatz. Wir sind im Büro bzw. immer unterwegs in der Verladehalle. Wir dann halt Störungen beheben, falls das Hochregal mal eine Störung hat bzw. die Verladung kontrollieren. Wir wissen nie, was passiert. Es kann sein, dass man einen Tag einen ruhigen Tag hat. Es kann sein, dass ein Tag viel los ist, aber das macht es auch cool. In der Früh kommen wir mal, machen wir ein erstes Bild, was am Abend oder in der Nachtschicht alles passiert ist, ob wir irgendwo technische Störungen haben. Falls nicht, tue ich auch dann entsprechend eingreifen. Die Arbeit ist sehr abwechslungsreich. Man weiß eigentlich nie, was auf einen zukommt. Wenn man auch speziell mit Mitarbeitern zu tun hat, ist sehr spannend. Zu meinen Aufgaben gehört Kontrolllisten führen, jede 2 Stunden Probe nehmen. Also quasi kommt bei mir in den Packer 1 Liter Packungen rein und geht raus als eine fertige Kartonpackung. Ich habe die Lehre zum Brau- und Getränketechniker selbst abgeschlossen und habe mich intern hochgearbeitet und bin mittlerweile auch Lehrlingsausbildner für den Beruf. Ich bin sehr froh, dass meine Arbeitszeiten flexibel sind und dass ich frei bekommen kann, auch ganz kurzfristig, wenn ich es brauche. Ich habe momentan ein Team von 20 Mitarbeitern und 2 Lehrlingen in der Brau- und Getränketechnik und wir haben einen sehr starken Kollegenzusammenhalt und schauen immer, wann diverse Probleme auftreten, dass wir das im Team bewältigen. Die Arbeit abteilungsübergreifend funktioniert sehr gut. Es ist ein Geben und Nehmen. Manchmal brauchen wir was von einer Abteilung, manchmal andere Abteilung von uns und somit man übergibt so schnell wie es geht, beziehungsweise erledigt die Arbeit schnell, weil man es auch so zurückkriegen will. Mein Team ist ein sehr gutes Team, von Schichtleiter bis zu Packerfahrer. Wir halten alle zusammen und das ist das, was die Arbeit sehr gut macht. Dadurch, dass die Firma Fana nur ein Familienbetrieb ist, passiert es öfters, dass man dem Chef über den Weg läuft und somit hat man einfach mehr Kontakt zum Eigentümer, was nicht in jeder Firma üblich ist. Gerade speziell in meinem Bereich, auch in der Obstverarbeitung, haben wir immer nach der Hauptsaison immer einen gemütlichen Kegelabend gemacht. In regelmäßigen Abständen haben wir auch diverse Feiern, zum Beispiel haben wir Oktoberfest gehabt, Skitage und auch natürlich die Weihnachtsfeier, was immer sehr gesellig ist. Ab und zu kommt es vor, dass man im Team nach der Arbeit auch noch rausgehen, was trinken oder einfach Sachen unternehmen. Stärkt den Teamgeist. Am meisten Spaß in meiner Arbeit macht mir die Kontrolle über das Produkt. Ich bin alleine verantwortlich, wie das Produkt verpackt wird, in was es verpackt wird und bin dafür verantwortlich. Am meisten Spaß an der Arbeit macht man das Bewältigen von Störungen. Ist dann schon ein cooles Gefühl, wenn man dann wieder in einer Stresssituation alles am Laufen kriegt und dann wieder sich alles einpendelt und zur Ruhe kommt.